Das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer war einer der großen verkehrspolitischen Fortschritte der Bundesregierung. Lange wurde um die Nachfolge eines bundesweit gültigen und einheitlichen Nahverkehrstickets gestritten. Ab 1. Mai können sich die Fahrgäste nun auf das Deutschland-Ticket freuen. Für 49 Euro monatlich können dann Busse, U- und S-Bahn sowie Straßenbahn und Regionalzüge bundesweit genutzt werden. Bereits seit Montag ist das Ticket auch im Stadtwerke Jena Kundencenter in der Saalstraße im Vorverkauf erhältlich. Der lief bisher gut an. Wir haben unsere 6.000 Abokunden bereits im März über die Möglichkeit, auf das Deutschland-Ticket umzusteigen, informiert. Das zeigt sich jetzt, dass die Kunden halt darauf einsteigen. Wir haben jetzt bis heute etwa 1.500 Abokunden, die bereits sich umgemeldet haben auf das Deutschland-Ticket. Und Sie sehen hier im Hintergrund, dass es stündlich mehr werden. Seit dem Verkaufsstart am Montag wurden laut dem Jena Nahverkehr bereits mehr als 500 neue Abos für das Deutschland-Ticket abgeschlossen. Das bundesweit einheitliche Ticket gilt ausschließlich für den Nahverkehr und ist nicht übertragbar. Dabei ist die kostenfreie Mitnahme von Hunden oder Fahrrädern ausgeschlossen. Lediglich Kinder unter 6 Jahren können kostenlos mitgenommen werden. Das Deutschland-Ticket ist nur als Abo erhältlich, was aber monatlich kündbar sein wird. Seit dem Verkaufsstart gibt es einen großen Andrang im Kundencenter und viele Fahrgäste nutzen das Beratungsangebot. Die Fragen betreffen im Wesentlichen das, was auch allgemein bekannt ist, also die Gültigkeit des Deutschland-Tickets, wo kann ich damit fahren, wie ist das mit dem Abo, man kann das ja nur als Abo und nicht als frei verkäufliche Monatskarte erwerben. Diese Dinge halt, sind Mitnahmen geregelt, solche Fragen. Das Ticket kann in digitaler Form oder als Chipkarte ausgegeben werden. Wer bereits ein Abo beim Jena Nahverkehr abgeschlossen hat, der erhält ein Formular für den Wechsel zum Deutschland-Ticket per Post. Unter www.nahverkehr-jena.de finden Sie alle weiteren Informationen sowie das Abo-Portal, auf dem das neue Nahverkehrsticket auch direkt online bestellt werden kann.